Ein Industrieland braucht günstige und zuverlässige Energie. Und beides hat Deutschland zurzeit nicht. Und die Situation wird schlimmer werden. Sie wird jahrelang anhalten. Und Sie glauben doch nicht, dass große Firmen und auch die Mittelständler, die sonst sehr patriotisch sind, nicht überlegen, wo sie hingehen, wo sie das kriegen. Günstige und zuverlässig gelieferte Energie. Und wenn die Entscheidung mal gefallen ist, sowas wissen Sie auch, Herr Diess, dann ist die Firma weg. Die kommt auch nicht zurück. Und dann können wir gerne alle mit dem Lastenfahrrad ums Windrad radeln. Nein, Sie haben das Thema der Energieeffizienz noch nicht verstanden. Ach ja, genau. Daran wird's liegen. Wenn man mit weniger Energie mehr Energiedienstleistung bereitstellen kann, dann ist das ja ein Aber das Gewinn. Können Sie ja noch nicht. Ja, das kann ich eben schon. Dazu gibt es viele technische Möglichkeiten, die letztlich am Tisch liegen, die man umsetzen kann und die punktuell Projekten... Es wäre schon möglich, wird aber nicht gemacht. Da frage ich mich als einfacher Bürger, wenn das so ist, die Technik da ist, wenn die sparen könnten, wird es machen. Warum um Himmels Willen machen das nicht schon längst alle? Wir haben hier eine große Divide zwischendrin, weil wir auf der gegenüberliegenden Seite glauben, dass erneuerbare Energien teurer sind. Und das stimmt nicht. Erneuerbare Energien sind viel günstiger. Wenn Sie die ganzen Energiehersteller anschauen, die investieren nur noch in Erneuerbare, in Solar und Wind überwiegend, onshore, offshore. Netze müssen dazu ausgebaut, wir brauchen Speicher dazu. Aus Frankreich habe ich das anders gehört in letzter Zeit. Bitte? Aus Frankreich habe ich das anders gehört. Frankreich investiert mehr eher in Atomenergie. Ist gefüllt mit Atomkraftwerken, investiert aber auch ganz stark. Und Österreich investiert in Wasserkraft und darf ich bitte auch ausreden. Und es ist wirklich so, dass die Erneuerbaren mittlerweile günstiger sind. Die Verträge werden vergeben für Wind mit unter 5 Cent für die Gewinnung. Bei Solar kriegen sie noch Einspeisungsvergütungen von 5 Cent und die Leute investieren trotzdem, weil die Herstellungskosten darunter liegen. Wird auch das Autofahren günstiger machen. Na, wenn Sie heute die Chance haben, auf Ihr Hausdach, und in Österreich sieht man viele Häuser schon mit Solardächern, den Strom selber zu erzeugen, erzeugen Sie den für 5 Cent. Den laden Sie ins Auto. Ein Auto braucht für 100 Kilometer 20 Kilowattstunden. Das heißt, Sie fahren mit dem Strom von Ihrem Dach für 1 Euro 100 Kilometer. 1 Cent pro Kilometer. Ich habe nichts dagegen, dass das jemand macht. Das ist etwa ein Zehntel von dem, was wir heute an Diesel oder Benzin haben. Als Einzellösung können Sie das machen. Jetzt ist das das einzelne Haus. Na, aber wenn das Haus für 5 Cent den Strom herstellen kann, dann kann man das auch auf dem Feld schon lange und auch in der Gesellschaft so lange. Also, das heißt, nochmal bitte hier, wenn wir hier nicht auf eine Faktenbasis kommen, auf eine gemeinsame, dann lohnt die Diskussion. Das möchte ich jetzt versuchen. Ich glaube, das ist auch klar geworden aus dem, was Herr Jungmeier sagt, was Sie sagen, dass es natürlich heute schon sehr leicht möglich ist für das individuelle Haus, für den Individualverkehr, wenn ich selbst Strom produziere und mein Auto hat, dass ich das mache. Dass die Frage scheint ja zu sein, ob es realistisch ist, dass man in absehbarer Zeit, nämlich auch in den Zeitzielen, die es gibt, die österreichische, deutsche, mitteleuropäische Industrieproduktion mit Solar- und Windenergie fahren kann, ohne eine quasi Backup-Situationen mit Gas- und Kohlekraftwerken zu haben, weil das Netz das nicht hergibt. Das scheint ja die Frage. Also der Bundeswirtschaftsminister selber gibt ja zu, das Bundeswirtschaftsministerium oder Herrn Habeck gibt zu, dass er mindestens bis 2030 braucht, um da befriedenstellende Versorgungsmöglichkeiten zu haben. Sie denken doch nicht, dass die Firma 7 Jahre wartet, bis sie ihr Strom kriegt. Also das ist absurd, das so zu machen. Man hat zu früh zu viel Kraftwerkskapazitäten abgeschaltet in den normalen, gebräuchlichen, konventionellen Energieformen. Und wenn das andere noch nicht so gut funktioniert, dass es problemlos die Versorgung übernehmen kann, dann kann man es nicht anwenden. Wenn Sie ein Flugzeug bauen oder ein gutes Auto, dann müssen Sie eine Entwicklungsphase reinlegen. Dann müssen Sie jede Schraube testen. Es muss alles nochmal in der Tiefe technologisch überprüft werden. So ein Flugzeug von the scratch on braucht vielleicht, 13, 14 Jahre, sowas in der Art. Und so ähnlich ist das auch hier mit diesen hochkomplexen Systemen auch. Sie vergessen, finde ich, völlig die Netzabhängigkeit, die wir haben. Und wenn Sie dann diese individuellen Einspeisungen zusammen mit der Netzstabilität versuchen, in Einklang zu bringen, kriegen wir Riesenprobleme. Was haben wir jetzt für eine Situation? Die Aluhütten, die sagen mir, ja, wissen Sie, Frau Hermenau, ich kann für $3.000 roundabout eine Tonne Alu kaufen auf dem Weltmarkt. Wenn ich das jetzt hier produziere mit den Strompreisen, bin ich bei 7.000 Produktionskosten, sage ich, willkommen in der DDR. Ja, das funktioniert nicht. Das wissen Sie auch als Unternehmer. Nur ein Punkt, weil wir von der Faktenbasis gesprochen haben, weil man sagt, zum Beispiel der Windenergie, man Vattenfall und Ørsted haben jetzt diverse Projekte eingestellt. Es war jetzt eine Offshore-Aktion in Großbritannien, da ist kein einziges Angebot eingegangen, weil man eben sagt, zu diesen Preisen geht es nicht her. Ja. Die Windindustrie in Nordeuropa ist momentan
sagen wir mal, in einer sehr prekären Situation, weil eben diesen billigen Preis nicht hergeben. Dänemark diskutiert den Wiedereinstieg in die Kernenergie. Es diskutiert Norwegen den Wiedereinstieg in die Kernenergie in Schweden. Ne, Sie schütteln immer den Kopf. Aber es ist nicht stimmt, was Sie sagen. Ne? Dann erklären Sie, warum warten Frau Vorstadt das einsteigt. Die Projekte werden abgesagt, weil man nicht mehr genug Geld für die Einspeisung bekommt. Ne? 5 Cent, 3 Cent, 2 Cent. Also weil man nicht genug staatliche Subventionen bekommt. Nein, so gehen die Strompreise runter. Der Steuerzahler. Durch diesen Aufwuchs der relativ effizienten Solar- und Windenergie wird der Strompreis jetzt schon günstiger. Und die Projekte, die jetzt in 10 Jahren in die Zukunft planen, können nicht mehr damit rechnen, dass sie 10 oder 12 Cent für den Strom bekommen. Der erneuerbare Strom ist günstiger. Da bleibt ein Problem der Regulierung, der Tag- und Nachtausgleich, den wir da wird Speicher geben. Hier in Österreich kann man da relativ gelassen hingucken, weil man relativ viele Pumpspeicherwerke hat. Na, da kann man einen Ausgleich schaffen. Es wird nicht zu 100%, aber Strom wird weltweit sehr viel günstiger durch den Ich glaube, dass ich beides ergänzen muss. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es möglich ist, ein Industrieland wie Deutschland nur mit Wind und Sonne zu betreiben. Das halte ich für absurd. Es muss also auch Ergänzungsstrukturen geben. Meiner Meinung nach haben diejenigen, die immer hart argumentiert haben, wir müssen vor allen Dingen das CO2 aus der Atmosphäre ziehen, in dem Moment versagt, wo sie nicht mehr in der Lage waren, die Atomkraftwerke zu verlängern, die diesem Anspruch erfüllt hätten. Aber auch diese Diskussion. Ich möchte auch zu Ende sprechen, bitte. Herr Dies, bitte. Dankeschön. Und das ist also für mich der eklatante Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, so geht's nicht. Und jetzt sehe ich im Wahlprogramm für die Europawahl der Grünen soll jetzt reinkommen, CCS-Technik, also CO2-Abscheidung sozusagen auch bei der Kohle, nicht nur bei Kohle, auch bei anderen, bei der Produktion. Das heißt, man merkt also jetzt selbst bei den Grünen, dass man mit Ramdatatata in die Sackgasse gefahren ist und weiß es nicht, wie man wieder rauskommen soll aus der ganzen Nummer. Das ist doch passiert. Hm. Wobei man darf ja nicht so schwarz-weiß sehen. Na gut. Wenn wir jetzt schrittweise Erneuerbaren einführen, das heißt ja nicht, dass man auf lange Sicht wird alles erneuerbar sein. Aber wenn wir in absehbarer Zeit nur einen kleinen Teil brauchen an kalorischer Kapazität, weil es einfach insgesamt sinnvoll ist, in Spitzenzeiten dann noch Strom aus, von mir aus Erdgas oder Erdöl zu erzeugen, dann sind wir ja eh schon so weit auf diesem Weg. Ja, wir reden immer über das letzte Zipfelchen. Dabei stehen wir jetzt davor, massiv mit dem, was wir heute wissen, Treibhausgasemissionen einsparen zu können. Und ich kann Ihnen nur sagen, wie stehen Sie in dem Kontext zur Atomenergie, genau, Herr Jungmeier? Das würde mich noch interessieren, weil sagen, viele Leute, die sagen, im Klimaschutz engagiert sind und sagen, auch irgendwie ökologisch, wenn man so will, gestimmt sind, haben ja ein großes Problem mit Atomenergie. Dann sagen andere, wie Frau Hermenau, gerade wenn man sagt, das zentrale Problem ist CO2, dann müsste ich doch eigentlich Atomkraftwerke, die abgeschrieben sind und deren Laufzeit noch möglich wäre, unter CO2-Perspektive nicht abschalten. Zwentendorf ist sicher schon abgeschrieben, aber die ist nicht im Betrieb, ja, weil es verboten ist. Die Deutschen hatten ja auch andere und Verbote kann man wieder aufheben. Abgeschriebene gehen, aber neue lohnen sich nicht. Das aber man Problem hat ja auch die Abgeschriebenen abgeschaltet. Mit einem Atomkraftwerk kommen Sie nicht unter 10 Cent. Und da haben Sie gegen Erneuerbare keine. Aber die Atomkraftwerke, die abgeschrieben sind, hatten noch 20, 25 Jahre Laufzeit. Ja, da haben wir vielleicht zu früh ausgeschaltet. Ich darf noch mal auf Ihren Punkt vorher. Ne, diese totalitäre Diskussion ist immer falsch. Ne, wir müssen 100% und es muss alles weg. Ne, natürlich muss es eine Mischung sein und es muss wachsen. Und man muss schon sagen, auch unser Zeithorizont, deswegen bin ich der Meinung, wir sind nicht so schlecht unterwegs. Wir haben 20 Jahre und wir machen große Fortschritte, weltweit große Fortschritte. Diese letzten 10%, natürlich können wir die weiter mit fossilen Kraftstoffen betreiben. Und dann müssen wir eben das CO2 aus der Luft holen. Aber Moment, ist Carbon Capturing, das ja auch nicht so teuer ist. Das kostet 50 bis 100 Euro. Na, Sie merken, meine ganze Diskussion ist, Leute, das geht. Und es ist eben nicht wirtschaftlich Doom and Gloom, sondern das generiert Arbeitsplätze und Wachstum. Aber heute ist es so, wir haben weltweit eine große Auseinandersetzung der Volkswirtschaften. Wer macht die besten Vorschläge für den Klimaschutz industriellen Maßstab? Da fließen Milliardenprogramme in Europa, in China, in den USA rein. Und jeder will die Welt mit Klimaschutztechnologien beglücken. Heute ist China vorne. 90% der Solarenergie kommt aus China. 80% vom Wind kommt aus China. Batterietechnik kommt aus China. Warum ist China vorne? Weil sie früher angefangen haben, konsequenter das gemacht haben. Aber die neue Wirtschaft wird fossilfrei sein und wird überwiegend elektrisch sein und bietet Riesenchancen. Es gibt auch in Europa Unternehmen, die das nutzen, aber die das zu spät nutzen, werden untergehen.
Zwei ganz kurze Punkte. Erst, ich habe das letzte Jahr damit verbracht, mich wirklich mit eben Solarherstellern in den USA, Deutschland, Norwegen und so zu unterhalten. Die alle sagen, der Grund, warum wir zurückgefallen ist hinter China, ist, weil China einfach die Preise um so viel billiger macht. Und warum kann China das machen? Weil natürlich auch für die Herstellung von Photovoltaik brauche ich fossile Brennstoffe. Vor allem für Polysilikon brauchen sie Kohle. Gut, dann sprechen Sie mit den Vertretern der Industrie. Das andere ist auch, dass natürlich China massive staatliche Subventionen genutzt hat. Und das andere ist, dass man weiß auch, wo produziert wird, in Xinjiang, und da ist relativ viel Zwangsarbeit involviert. Und noch ein anderer Punkt für die Zuseher, damit man das Ganze klarer machen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Internetanbieter. Ein Internetanbieter ist günstiger als der andere, sagt aber leider, das Internet bei uns funktioniert nur 11% der Zeit. Wir wissen nicht genau wann, nachts funktioniert es gar nicht, untertags, wenn Wolken aus sind, kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Der andere Internetanbieter sagt vielleicht, naja, wir kosten 50% mehr, aber dafür sind wir 90% der Zeit, können sie online sein. Und genauso ist es zum Beispiel im Vergleich Kernenergie zu Solar in Deutschland. Kernenergie hat einen Kapazitätsfaktor von über 90, Solar hat einen Kapazitätsfaktor von 11. Und ich sag, das ist die physikalische Realität. Aber man muss ja nur mal morgens reinschauen in den Bericht, wo jetzt gerade im letzten Tag, in den letzten 24 Stunden, aus welchen Quellen die Energie und der Stromverbrauch in Deutschland gespeist wurde. Da ist Kohle immer vorneweg, auch durch das Anschalten der eigenen Kapazitäten. Dann kommt als nächstes Atom. Also da kommen ganz viele Sachen. Wir kriegen aus Polen den Kohlestrom, wir kriegen aus Frankreich den Atomstrom. Und selbst im Sommer jetzt, wo man nicht so viel Energie verbraucht, ist bei Solar und Wind nicht so massig viel los gewesen. Gucken Sie sich einfach mal jeden Morgen die 24-Stunden-Statistik an. Man kann ja über das reden, was gemessen wird. Ich möchte jetzt auch empfehlen, kann man hier angucken, auch in Echtzeit. Aber bitte, wir haben vorher gesagt, bei den Fakten bleiben. Naja, gerne. Jetzt viele bitte. Tage im Sommer haben wir durchschnittlich 30% Solaranteil in Deutschland, an heißen Sommertagen über 50%. Das geht von morgens 6 bis abends 6, hat natürlich diese Kurve, und der Rest wird aufgefüllt. Die Speichertechnologien, die jetzt kommen aus China, werden dazu führen, dass wir für 1 Cent, 2 Cent einspeichern und ausspeichern können. Das heißt, den Tagesausgleich schaffen sie. Bleibt immer noch diese harte Zeit. Wann kommen die in der Größenordnung, die man braucht, ja, die Industrie zu betreiben? Ja, ich habe jetzt auf der Automobilmesse, und man kann das auch in China schon besichtigen, die stationären Speicher, die in der nächsten Generation 2-3 Jahre werden dazu führen, dass wir noch für 2 Cent maximal ein- und ausspeichern die Kilowattstunde. Dann produzieren wir für 4 und speichern 2 ein und aus, dann ist man bei 6 Cent. 6 Cent schafft weder Kernkraft noch irgendein fossiles Gas. Also der Vorschlag ist, wir springen aus dem Flieger und hoffen, während wir nach unten fallen, den Fallschirm. Wir springen ja nicht aus dem Flieger, die Installation ist ja da. Wir brauchen ja nur einschalten. Wir haben Gas, Öl und Kohle. Dann brauchen wir zwei Arten von Netzen. Einmal die kleinen Kreisläufe, über die die ganze Zeit gesprochen wurde, und ein stabiles Netz, mit dem wir die Grundversorgung sicherstellen. Schauen Sie, das Argument, das haben wir schon so lange. Ich habe Unternehmer bei mir. Wir haben jetzt schon 30% Solar und das Netz bringt immer noch nicht. Ich habe Unternehmer, die können sich das nicht leisten, dass mal eine halbe Minute der Strom ausfällt, weil die dann nämlich alles vorher eingespeichert haben. Das haben nicht keine Stromausfälle in Deutschland. Aber hallo? Wenn das Netz immer so flankert. Früher hatte man die Möglichkeit, da haben die Netzbetreiber Vertrag gemacht mit einer Aluhütte, mit einer Schmelze, und haben gesagt, mit einer Gießerei, wir nehmen euch mal eine viertelhalbe Stunde vom Netz, wenn es in der Stadt düster aussieht, damit wir nicht abschalten müssen, damit wir Schwankungen ausgleichen können. Die stellen jetzt gerade die Produktion ein und wir sind dabei, sie zu drosseln. Das heißt, die Pufferzone existiert gar nicht mehr. Es kann also viel schneller mal zu einer Abschaltung kommen als früher. Das Risiko einer Abschaltung ist gestiegen. Und jetzt kommen sie und sagen, es ist alles stabil. Das ist es nicht. Ich möchte auf eine Frage nochmal zurückkommen. Das war mal bei der Frage, wie viel wird investiert, wie viele staatliche Subventionen es gibt, wie ist der globale Wettbewerb um die besseren Industrieprodukte. Jetzt gehe ich nochmal ganz zurück mit Ihnen, Herr Jungmeier, an den Ursprung, weil eigentlich geht es ja die ganze Zeit darum, aus der Perspektive des Klimaschutzes, dass man Maßnahmen findet, industrieller und anderer Natur, die es schaffen oder die es uns schaffen lassen, die Klimaziele, nämlich 1,5 Grad Erwärmung zu schaffen. Ist das überhaupt noch realistisch? Ich würde sagen, es ist noch realistisch. Es ist vielleicht die Zeitachse eine sehr ambitionierte. Wobei es jetzt um ein paar Jahre, wenn das ein paar Jahre später dann erreicht wird, das ist nicht das große Drama. Der Handlungsbedarf ist aber jetzt. Das wird auch wir zum Teil anders gesagt. Jetzt die Wende schaffen, dass unsere Emissionen schrittweise heruntergehen. Und das ist in diesen Tagen, würde ich fast sagen, eigentlich die große Herausforderung, dass man sagt, wir müssen jetzt auf diesen Zielpfad kommen. Und der Zielpfad lautet, es dürfen nicht mehr Emissionen in den Himmel gehen.
das müssen wir mal konstant halten. Das ist für viele Unternehmen ja schon schwierig, wenn die Produktivität steigt, ja, und sie mehr produzieren. Das ist der erste Schritt und dann schrittweise zu reduzieren. Mit wir meinen wir hier, weil die Frage ist ja, die eine Frage ist ja auch, was das, was wir hier tun an Klimaschutzmaßnahmen, was und CO2 in der Atmosphäre ist ein globales Phänomen. Wenn wir weniger CO2 emittieren, ändert das an unserem Klima überhaupt gar nichts. Selbst wenn wir Deutschland deindustrialisieren, ändert sich überhaupt nicht viel am CO2-Eintrag, weil die anderen Länder aufholen und die gehen auch über die fossilen. Also ist eine sind ja heute der indische Energieminister ließ sich gestern zitieren damit, dass bei 7% Wirtschaftswachstum oder BIP-Wachstum in seinem Land natürlich auch 7% mehr Energieerzeugung aus Kohle kommt. Das ist für ihn zwangsläufig die Rechnung. Also das ist eine Illusion zu glauben, dass wenn wir hier uns in Selbstbescheidung üben, alle anderen dann sagen, oh ja, ey, die sind ja richtig klasse, das machen wir jetzt auch. Das können die sich nicht leisten, weil die arm sind. Wissen Sie, in der DDR damals, das war ja eine andere Situation materiell als jetzt, ne? Und das ist völlig klar, wenn die Bevölkerung nicht ausreichend versorgt werden kann, dann kommen diese Themen zuerst und erst danach kommt dann sozusagen das Rokoko, das wir uns gerne leisten, wenn wir genug Geld haben, um uns das leisten zu können. Und diese Länder sind gerade dabei, die Armut zu überwinden. Das ist eine ganz andere Situation. Ich möchte auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben, Jungmeier, jetzt quasi dieser Tage, in dieser Stunde geht es darum, anzufangen, auszusteigen und weniger CO2 zu emittieren. Um die Klimaziele zu erreichen, Herr Schöllmer, will Österreich ja auch per Gesetz zum Beispiel jetzt schrittweise Öl- und Gasheizungen aus Öl- und Gasheizungen aussteigen. Das sogenannte erneuerbare Wärmegesetz soll dafür sorgen, dass das Ganze ähnlich ist wie das, ich glaube, Heizungsgesetz heißt es in Deutschland. Ja. Und das ist jetzt auf Eis. Die ÖVP will jetzt noch einmal verhandeln und es wird ihr vorgeworfen, dass sie anders als der grüne Regierungspartner im Klimaschutz eine Verzögerungspolitik macht, die nicht angemessen sei. Nee, ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, sind uns einig, dass das Weltklima wird nicht zwischen Bodensee und Neusiedlersee entschieden. Ich glaube, da herrscht Einigkeit in dieser Runde. Ja. Die Frage ist halt, auch was wir da diskutiert haben, dass das Versprechen, dass eben durch diese Seite, durch diesen Austausch, also alles im Heizungsbereich, im Strombereich, dass da irgendwann in ferner Zukunft, dass das alles kein Problem sein wird und dadurch der Wohlstand sich auch noch steigern wird. Ich glaube, das Problem ist das, die Menschen erleben ja, wie sich ihre Lebenssituation jetzt gestaltet und das schlägt sich auch an der Wahlurne nieder. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, wir merken jetzt eines der Haupt sagen wir mal, Motive in Österreich, in Deutschland, in anderen Ländern, zum Beispiel für rechtspopulistische Parteien zu wählen, ist, weil die vermehrt gegen diese Klimapolitik auftreten. Also die Frage ist dann, ich glaube, man muss das schon dann von der politischen Seite her betrachten, weil momentan empfinden die Menschen nicht zu Unrecht, dass sie ärmer werden. Der Ausblick in die Zukunft, wir haben die Umfragen, ist bei den meisten, hat sich der eingetrübt. Das heißt, das ist dann, wenn wir da ein bisschen den Optimismus verbreiten und sagen, aber ja, in 15 Jahren, da haben wir dann den ganz billigen Strom und da wird alles super. Da werden die einem Satz noch, da werden die Menschen sagen, was in 10, 15 Jahren ist, hilft man nicht, wenn ich jetzt so wie in Wien, wo die Menschen stundenlang bei der Wien Energie anstehen, weil sie sich die Stromrechnung nicht mehr leisten können. Und das hat natürlich einen politischen Effekt, mit dem man umgehen muss. Da möchte ich jetzt schon nochmal ein Faktum in den Raum bringen. Der durchschnittliche Österreicher, durchschnittliche Österreicherin hat einen CO2-Rucksack von 15 Tonnen pro Jahr im Durchschnitt. Das ist das Gewicht von 10 VW Golf, wenn man sich das plastisch vorstellt. Wenn Sie aber das genauer anschauen, dann werden Sie sehen, welche Unterschiede es gibt. Es gibt heute schon Menschen, ja, die haben 2 Tonnen. Und es gibt heute Menschen in Österreich, die haben 100, 200, 300.000 Tonnen pro Kopf und Nase. Und der Schnitt sind 15. Und wenn man sich anschaut, wenn Sie jetzt sagen, arm, die Armen, ja, wir nennen das die Sparsamen, das ist nämlich wieder eine eigene Gruppe, vielleicht in den Armen, die haben ja gar nicht das Klimaproblem. Die gut verdienen, die also mehr Einkommen haben, die haben die hohen Emissionen. Das heißt, es trifft jetzt nicht die, von denen immer gesprochen wird, die kein Geld haben und die dann im Kalten sitzen. Der Klimaschutz, die großen Emissionen sind dort, wo durchaus auch Geld vorhanden ist, Realitäten vorhanden sind, um Klimaschutzmaßnahmen. Aber die Maßnahmen betreffen auch und vor das allem natürlich Reich relativ stärker, die wenig haben. Die Inflation trifft alle. Also ja. Sie haben so recht, aber wie können Sie, also ich verstehe, was Sie sagen, ich bin ja nicht anderer Meinung, aber das ist schon unter Anführungszeichen kühn, jemanden, der jetzt für seine Einkaufsrechnung und so mehr zahlt, als vorher zu sagen, naja, Sie werden nicht ärmer, Sie sind jetzt nur praktisch zwangsweise sparsamer geworden. Heute für ein bisschen eine kühne Aussage, aber das trifft ja jeden. Die Inflation ist real, wir haben es heute wieder erlebt, die Zahlen sind da. Also
ich bin ganz bei Ihnen grundsätzlich. Aber es geht um den Klimaschutz. Es geht einfach darum, wo fangen wir an, Treibhausgase heute und hier einzusparen? Wo beginnen wir? Und wenn jemand 3000 Tonnen pro Kopf hat oder 100 Tonnen pro Kopf, dann sage ich, da fangen wir an. Da kann ich mit einem Euro oder mit Maßnahmen viel mehr bewegen. Ja? Zum Beispiel? In jenem Bereich kann ich im Gebäudesektor ganz massive Maßnahmen. Es geht nicht mehr nur mehr um erneuerbar heizen, raus aus Öl und Gas. Ist erst dann wichtig, wenn ich mein Haus einmal anständig eingepackt habe. Wenn ich das thermisch saniert habe, dann brauche ich möglicherweise gar nicht mehr. Aber das, was jetzt so geht es ja jetzt nicht aus. Das Heizungsgas muss einfach passieren. Das muss passieren, ist ein Stichwort, da möchte ich unbedingt dabei bleiben, weil das ist genau der gesellschaftliche Aspekt von der Diskussion, den wir haben. Dass, wenn jemand sagt, ich kann mit der Dämmung, mit einer anderen Heizung, kann ich sozusagen meinen Klimarucksack verkleinern, dann tut er das. Die Frage ist ja, wenn wir sagen, wir müssen, was heißt das dann? Wird es dann so sein wie im deutschen Heizungsgesetz, dass man sagt, mit kommenden Jahr muss jede neue eingebaute Heizung mindestens 65% glaube ich, Prozent erneuerbare Energie betrieben werden? Muss. Was bedeutet das für die Bürger? Weil alles das, was Sie vorher gesagt haben, natürlich kann ich mein Einfamilienhaus irgendwo im Grünen bauen, das Nein, Energie, im Grünen, das Energie nicht oder, im Grünen oder egal wo. Nein, nicht im Grünen egal wo. Bauen. Auch Einfamilienhaus können wir darüber diskutieren. Egal wo, das kann ich machen. Die Frage ist ja, und jeder kann viel machen, die Frage ist ja, wo beginnt der Staat zu sagen, es kann nicht jeder viel machen, sondern es muss jeder was machen. Und Na, das zwar ist genau das, was der Staat ihm vorschreibt. Das ist das Déjà-vu, das ich gerade habe. Da sind wir schon fast in planwirtschaftlichen Vorgaben. Wissen Sie, wir könnten auch 1% der Fläche in Deutschland mit Wald wieder neu bepflanzen und hätten einen vergleichbaren Effekt wie zu dem Heizungsgesetz. Einen vergleichbaren Effekt. Das ist aber 100 Jahre warten. Ja, das geht ja auch schnell wachsender. Ne? Wir haben ja in Tharandt die Forstakademie, ich habe mich da kundig gemacht, es geht auch anders. Also das wäre gar nicht das Thema. Man könnte das ganz anders machen, dann müsste man nicht mindestens 1 Billion, wenn es nicht noch mehr wird, mit dem ganzen Bürokratiequatsch obendrauf, für dieses Heizungsgesetz verballern aus privaten und Steuermitteln, wobei die Steuermittel ja auch private Mittel sind, die haben nur andere aufgebracht. Also ich finde diese überteuerten Maßnahmen völlig absurd. Es ist aber inzwischen so ein Glaubenskrieg ausgebrochen und es muss inzwischen derartig festgelegt werden, was man vor 20 Jahren mal in irgendwelchen WGs auf Servietten gekritzelt hat und das für eine gute Idee hielt. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.